Hallo und herzlich willkommen. Social Media Unterschiede. Da gibt es nämlich ganz, ganz viele und die möchte ich heute besprechen mit meinem Gast, dem Christian Allner. Hallo Christian. Hallo Holger, freut mich hier sein zu dürfen. Mein Name ist Holger Erbe von der HSB Akademie und ja, ich freue mich jetzt auf diesen Videocast zum Thema Social Media Unterschiede oder Unterscheidungen, weil es gibt ja viele Netzwerke, alle haben eigene Zielgruppen und ja, ich würde heute gerne mal vom Christian erfahren, wie ich die Netzwerke unterscheide, gerade auch im Hinblick auf Zielgruppen, was ja sehr, sehr wichtig ist und auch in die Ansprache, wie spreche ich denn die Leute überhaupt da an? Bevor wir jetzt reingehen in das Thema, ja, Christian, vielleicht mal noch zwei, drei Worte zu dir, für die, die alle sich vielleicht neu zugeschaltet haben und dich noch nicht kennen und sagen, Mensch, der sympathische junge Mann, dort, wer ist denn das eigentlich? Ja. Und willkommen zusammen. Ich bin Christian Allner und seit 2016 in verschiedenen Kapazitäten, aber vor allem im Bereich Digitalisierung und Social Media als Dozent bei der HSB Akademie bereits tätig und im Rahmen dessen seit 2011 auch schon mit meiner Agentur Schriftarchitekt beratend und betreuend tätig für Unternehmen, so vor allem kleinen und mittelständischer Bereich, um denen halt zu helfen, besser zu kommunizieren, Social Media zu meistern und auch im Datenschutz sicherer zu werden. Ich bin auch als externer Datenschutzbeauftragter aktiv. Und das mache ich seit 2011 und seit 2019 bin ich Inhaber und Geschäftsführer des Start-up-Unternehmens DER Seminar, wo wir versuchen, Homeoffice einfacher zu machen für alle. Und das über verschiedene Plattformen. Unsere Homeoffice-Plattform selbst, DER Seminar Campus, also eine Amalgamation aus Projektmanagement, Video-Messenger und verschiedenen Office-Angeboten, sowie halt über verschiedene andere Produkte. Die kann man sich gerne dann bei uns mal mit anschauen. Einfach DER Seminar in die Suchmaschine des Vertrauens eingeben. Und im Rahmen dieser gesamten Tätigkeiten setze ich mich natürlich auch immer sehr, sehr stark mit Social Media auseinander. Und da wollen wir jetzt dann mal einen gesteigerten Blick drauf werfen. Genau, es gibt ja viele Netzwerke. Also ich denke da an Facebook, ich denke an Xing, an LinkedIn, an TikTok, an Snapchat, an Instagram, Twitter, Pinterest. Habe ich jetzt bestimmt noch zwei, drei vergessen. Wenn ich so ins Thema Social Media gehen will als Unternehmen, ne, es gibt zwar mittlerweile viele Tools, wo ich auch aussteuern kann in mehrere sozialen Netzwerke, aber das macht aus meiner Betrachtung zum Beispiel auch manchmal gar keinen Sinn. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was vielleicht im Maschinenbau ist, dann muss ich mir schon überlegen, wo ist denn überhaupt die Zielgruppe, wo finde ich die? Du berätst ja auch viele Unternehmen in dieser Social-Media-Konzeption, also wo die hinwollen, was die machen wollen. Was sind für dich so die Punkte, wo ich sage, das Netzwerk hat die Zielgruppe, das Netzwerk hat die Zielgruppe? Wie kann ich das so einordnen, die Zielgruppen in die Netzwerke? Wir müssen als allerersten Schritt überhaupt erstmal einordnen, welche Kategorie fallen diese jeweiligen Plattformen eigentlich rein. Du hast jetzt ein paar Beispiele genannt. Es gibt noch hunderte weitere. Das sind jetzt so die global verbreitetsten. Aber daneben halt gerade auch, was zum Beispiel die Messenger-Landschaft angeht, das ist sehr, sehr zersplittert in verschiedenste, auch eben Länder und Kulturkreise. Die spielen nämlich im zweiten Schritt noch eine ganz große Rolle. Aber als allererstes erstmal wichtig, Unterteilung in Kategorien. Da hat sich auch schon die Wissenschaft mit auseinandergesetzt, so vor allem Anfang und Mitte der 2010er Jahre, als es halt darum ging, so Social Media irgendwie erstmal so zu katalogisieren, zu kategorisieren. Und da kann ich empfehlen, einfach mal in loser Reihenfolge von Kaplan und Hähnlein von 2010, von Runkehl von 2012 und von Eichner und Jakob von 2015, gibt es da Versuche einer Einteilung. Die sind mal mehr, mal weniger gelungen, finde ich. Und ich habe auch schon von 3 bis 3 Dutzend Kategorien alles Mögliche gesehen. Also spätestens, wenn es zweistellig wird, ist es dann schon nicht mehr hilfreich, weil das dann genauso unübersichtlich ist wie die Anzahl der Social-Media-Plattformen, die es insgesamt gibt. Und da kann ich einfach als eigene Empfehlung, das ist dann quasi die Methode nach Allner, eine grobe 5-Teilung vorschlagen. Das ist auch gleichzeitig so ein bisschen die historische Entwicklung von Social-Media. Und das wären halt 4 Hauptkategorien und eine 5. Mischkategorie, um einfach erstmal die Social-Media-Plattformen grob zu eben kategorisieren, dass ich halt weiß, okay, die fallen eher damit rein und typisch dafür ist halt Folgendes.
so ähnlich wie wir es ja aus der Biologie kennen, wenn es jetzt um reiche Gattungen und was weiß ich nicht alles geht. Dass wir halt einfach wissen, okay, typisch für die Gattung der Insekten, der Säugetiere oder in unserem Fall von zum Beispiel Blogs und Websites, das wäre nämlich gleich die erste Kategorie, ist was? Und das wäre nämlich jetzt auch die erste Kategorie, also Blogs und Websites. Danach gibt es dann Kollektivprojekte, soziale Netzwerke, Social Sharing und Mischformen. Kurze Definition, Blogs und Websites ist so in den 1990er Jahren vor allem aufgekommen und mit denen haben wir heute eigentlich auch noch sehr, sehr stark zu tun. Also das ist so das Grundgerüst des Internets. Der Jurist würde sagen, Telemedien sind das, wir sagen in der Regel Webseiten dazu. Und ob ich das jetzt als Blog bezeichne, da habe ich dann einfach diesen quasi journalistisch-redaktionellen Part oder als ganz normale Webseite. Aber es sind halt eben diese Typen von ja größtenteils redaktionell gepflegten und von wenigen gepflegten Seiten im Internet. Bei einem Blog und auch bei einer Website, da kann nicht jeder mitschreiben. Es gibt die Blogger, also die Redakteure oder Administratoren, die dürfen was schreiben. Andere Leute dürfen maximal kommentieren. Und so ging es ja bis etwa Jahrtausendwende. Dann kamen Kollektivprojekte auf, da beispielsweise zu den Internetforen oder die Wikis, am populärsten die Wikipedia, die ist ja 2001 an den Markt gegangen. Und da ging es dann halt die genau andere Richtung, dass halt jeder an Inhalten mitschreiben durfte. Aber sowohl Blogs als auch solche Kollektivprojekte haben eher so diesen inhaltlichen Aspekt. Also ich schreibe etwas oder ich erstelle Inhalte, seien es jetzt Nachrichtenbeiträge, Lexikonartikel oder was auch immer. Also es ist wirklich eher so diese redaktionelle Part relevant. Und halt eben Leute, die dann zuarbeiten, aber die Leute selbst stehen und nicht im Mittelpunkt. Und da gab es den großen Paradigmenwechsel dann so Mitte der 2000er, als eben soziale Netzwerke aufkamen. Da am bekanntesten bis heute eigentlich noch Facebook, LinkedIn oder auch Xing an der Stelle. Historische Beispiele wären sowas wie StudiVZ beispielsweise, die halt alle was im Zentrum haben, eben den Aufbau von Beziehungen, also das soziologische soziale Netzwerk. Da haben soziale Netzwerke den Begriff nämlich nicht erfunden, der kommt schon aus anderen wissenschaftlichen Bereichen, den haben die einfach nur populärer gemacht. Und bei sozialen Netzwerken geht es halt wirklich darum, eben ein soziales Netzwerk aufzubauen, also halt eben mit Leuten in Beziehung zu treten und diese Beziehungen zu pflegen. Und eine Weiterentwicklung davon ist dann so Ende der 2010er aufgekommen. Das ist das Social Sharing System oder hat auch Content Communities manchmal genannt. Da wären Beispiele, sowas wie Instagram für Bilder, YouTube für Videos, Podcasts für Audio und so weiter. Also es geht darum, so ein bisschen in diesem Mix der bisher genannten Inhalte zu erstellen, aber halt eben auf einem sozialen Niveau, dass man halt sagt, also ich erstelle das, aber gebe das quasi als Diskussionsbeitrag nur in dieses große Geflecht aus Leuten, mit denen ich da irgendwie verbunden bin. Die können dann da Reaktionen drauf schreiben, können kommentieren, können auch eigene Videos oder sonstige Multimedia-Inhalte erstellen. Und das ist halt dann eben diese Entwicklung vom sozialen Netzwerk, wo es rein um die Beziehungspflege ging, zum Social Sharing, wo ich halt eben Dinge mitteile auf einem multimedialen Level, aber weiterhin so ein bisschen diese Beziehungen zu Leuten im Kopf habe. Und dann eben die Mischformen, die so alles übergreifend etwas bedienen oder was komplett Eigenes sind. Da möchte ich nämlich auch an der Stelle eher abschließen, denn ich sage mal, 5 reichen komplett aus für eine allgemeine Übersicht. Und da nur als Beispiele, habe ja auch schon verschiedene mitgenannt, also Blogs und Websites, das denke ich mal, dürfte den meisten klar sein. Kollektivprojekte wie zum Beispiel Wikipedia oder auch sonstige, ja zum Beispiel Lexikonformate oder solche Crowd-Ideen, sei es jetzt Crowdfunding, Crowdsourcing oder Vergleichbares, wo man halt eben viele Leute, gibt zum Beispiel auch im Bereich Crowd-Inventing, das machen verschiedene Unternehmen jetzt inzwischen, wo man halt eben viele Leute an die Entwicklung eines Produktes, eine Idee oder sonst was beteiligt, also es halt eine große Gesamtidee am Ende wird. Da gibt es verschiedene Plattformen, also ich denke mal, die Wikipedia dürfte da am bekanntesten sein, bei sozialen Netzwerken, Facebook, denke ich weiterhin, Social-Sharing-Dienste, sowas wie YouTube als prototypisches Beispiel dafür, beziehungsweise Instagram. Und bei den Mischformen, da gibt es dann viele, viele weitere. Da wäre zum Beispiel so wie Snapchat zu nennen oder auch WhatsApp fällt in so eine Kategorie mit rein. Also es wären dann eben die Messenger. Aber die Messenger selbst sind ja eigentlich auch nur eine
Ausentwicklung von den Nachrichtenfunktionen, die es bei sozialen Netzwerken gab. Also dieses Konzept an sich ist jetzt nicht neu. Es hat einfach nur eine zusätzliche Bedienung auf verschiedenen anderen Leveln. Und das erstmal so als Grobeinteilung. Und dann würden wir halt eben im nächsten Schritt schauen, welche Plattformen werden in jeweiligen Ländern oder Kulturräumen halt wie benutzt. Denn da gibt es wirklich gewaltige Unterschiede. Das wäre nämlich so dieser nächste Schritt, den ich angesprochen hatte. Wir müssen uns halt die Kulturräume anschauen. Welche Plattformen funktionieren in diesen jeweiligen Räumen? Welche sind wo und wie, vielleicht auch warum, vorherrschend? Was einfach erstmal die Verbreitung angeht. Und dann natürlich auch das, ich sag mal, Verständnis der Leute, wie sie mit den Plattformen umgehen. Hängt dann aber wieder stark eigentlich von dem ab, wo meine Zielgruppe ist. Ne? Also wie alt die ist, was sie für einen beruflichen Background hat, was sie für Interessen haben. Das spielt ja sicherlich da auch mit rein. Und bevor du darauf vielleicht noch kurz eingehst, noch eine andere Frage, gibt es auch in Deutschland an sich regionale Unterschiede? Ist durchaus. Also wir hatten vor einigen Jahren mal einen Blogartikel gemacht für unseren Statistikblog socialmediastatistik.de und da hatten wir uns mal WhatsApp angeschaut und da haben wir ein ziemliches Ost-West-Gefälle feststellen dürfen. Also das tendenziell im Westen Deutschlands, also mit meine ich wirklich so Zentral-Deutschland-Karte, nichts mit neuen Bundesländern oder sowas, sondern wirklich einfach in der Mitte geteilt und alle östlich dieser Mitte, also sowohl die neuen Bundesländer als auch Bayern beispielsweise, sind eher weniger WhatsApp aktiv, ausgenommen Hamburg und Berlin. Und alle, die halt westlich dieser gedachten Mittellinie in Deutschland sind, die sind tendenziell stärker aktiv. Was wir ganz interessant fanden, aber sich auch durchaus erklären lässt, bei neuen Bundesländern, genauso auch wie in Bayern, ist natürlich, an vielen Stellen ist die Bevölkerung halt einfach zum einen hier und da ländlich geprägt, aber halt auch sehr stark verteilt, sind halt eben alles Flächenländer. Und das ist halt immer so eine Sache, was halt eben die Häufigkeit von Nutzung angeht. Aber genauso halt auch im internationalen Raum. Also zum Beispiel ist Twitter bei uns in Deutschland eher eine Nischenangelegenheit. Also man kennt Twitter zwar, aber die haben eigentlich nur so maximal 2 bis 3 Millionen aktive Nutzer. Und alles, was unter 5 Millionen aktiven Nutzern ist in Deutschland, ist eigentlich ferner liefen. Also dadurch ist es zwar sehr bekannt, aber hat auch damit zu tun, dass Twitter in Deutschland vor allem von den 3 Ps verwendet wird, also Presse, Promis, Politiker. Und das sind ja schon quasi Influencer in sich. Also wenn ein Politiker etwas twittert, dann wird es von der Presse aufgegriffen. Wer möchte auch in der Presse landen? Die Promis. Und das ist halt immer so ein bisschen dieses Geflecht miteinander. Sodass einfach, wenn Leute dort aktiv sind, natürlich auch darüber berichtet wird und dadurch halt auch Twitter populärer wird. Aber nur zum Vergleich, in Japan beispielsweise ist Twitter sehr populär und wird auch von einem Großteil der Bevölkerung durchaus aktiv mitverwendet. Und das hat halt auch wieder historische Gründe, würde jetzt zu weit führen, warum. Aber es hat sich halt alles durchaus unterschiedlich entwickelt. Genauso auch ist WhatsApp hier ja quasi omnipräsent in allem. Und in den Vereinigten Staaten wiederum ist WhatsApp eher so ein, ja, Durchschnittsdienst. Also die sind nicht so krass verbreitet wie hier in Deutschland. Wahnsinn, das muss ich auch berücksichtigen. Ne? Also wenn ich mir jetzt eine Strategie ausdenke, wie ich über soziale Netzwerke meine Zielgruppe anspreche, dann ist das ja schon wichtig, welche Zielgruppe benutzt überhaupt welche Tools oder welche Angebote. Kann man das wirklich so sagen, dass es auch sehr altersspezifisch ist? Es ist durchaus altersspezifisch. Also am Anfang habe ich jetzt erstmal über Länder, Kulturräume gesprochen. Das muss ich halt erstmal festzurren. Wir sagen jetzt einfach mal der Einfachheit wegen, wir bleiben in Deutschland. Und da ist es durchaus miteinander vergleichbar. Ich meine, wir haben zwar sehr, sehr viele Subkulturen im deutschen Sprachraum, sei das jetzt geografisch, sei das soziologisch oder was auch immer geprägt. Aber es ist durchaus miteinander vergleichbar und da machen halt eben dann die Altersunterschiede durchaus einen größeren Part mit aus. Wir können das inzwischen recht genau sagen, wenn eine Person altert in einem gewissen Zeitraum und jetzt haben wir langsam die Generationen, die ja auch mit Social Media groß geworden sind. Man erinnert sich nur, Facebook ist 2004 gegründet worden, ist 2007, 2008 rum nach Deutschland gekommen, also jetzt auch schon 12 Jahre her das Ganze. Und da können wir dann sagen, okay, das ist inzwischen eine gesamte Generation, die mit Facebook im Grunde groß geworden ist, wo wir halt eben auch Entwicklungen und Tendenzen dann abschätzen können. Und da kann ich ziemlich sicher sagen, also was jetzt zum Beispiel Teenager angeht, die experimentieren halt an vielen Stellen noch ein bisschen mit rum und schauen halt einfach, welche Plattformen sind erstmal irgendwie interessant, welche sind witzig oder was auch immer. Und ab einem gewissen Alter, so Anfang, Mitte, 20er,
bei den Leuten, haben die sich dann auf ihre Plattform meistens eingeschossen, bleiben dann auch bei denen, denn dann kommt ja zum Beispiel Ausbildung, Studium, Arbeit, Familie, Kinder etc. mit dazu. Und man hat einfach keine Zeit mehr, manchmal auch wahrscheinlich keine Lust mehr, sich noch bei x neuen Plattformen anzumelden, die zu pflegen, Profilinformationen auszufüllen oder sonst was für einen Spaß. Und dann bleibt man halt eben bei quasi seinen üblichen Verdächtigen, genauso wie das auch der Bekanntenkreis tut. Und damit separieren sich die Generationen halt schon mal ein bisschen untereinander. Also was zum Beispiel vor, sagen wir mal, 10 Jahren Instagram gewesen ist, so dieses neu, hip, moderne und kannte bis dato noch keiner, vor allem bei den Jugendlichen populär. Diese Jugendlichen von damals haben diese Plattform angefangen zu nutzen, sind jetzt eben 10 Jahre älter. Die neue Generation ist rangekommen, hat sich dann ihre Plattformen gesucht. Das waren vor allem jetzt so Snapchat, auch seit kurzem TikTok. Und die benutzen halt eben diese Plattformen für sich. Und in 10 Jahren sind diese Plattformen halt eben auch nicht mehr die Teenies, die es benutzen, also die keinen 15-Jährigen, sondern dann eben die 25-Jährigen. Und da gibt es halt eben wieder neue Plattformen. Und da ist halt für zum Beispiel auch die Plattformanbieter das Relevante, natürlich sich an die neuen Zielgruppen auch anzupassen und halt auch ein Angebot zu schaffen, das für die jeweils neue Generation interessant ist. Aber dadurch, durch so eine Entwicklung, das können wir inzwischen relativ genau sagen, dass das vermutlich in so eine Richtung auch tendiert bei den meisten. Und dadurch können wir halt eben auch sagen, welche Generation voraussichtlich welche Plattform mitnutzt. Ausnahmen gibt es zwar auch immer, aber es lässt sich momentan recht genau sagen, ich sage mal so bis Mitte 20er bei den Leuten, tendenziell TikTok weniger, aber zum Beispiel Snapchat wird durchaus mitverwendet. Mitte 20er bis Mitte 30er kann man sagen, so Instagram, also dieser neue Kram. Mitte 30 bis Mitte 40, da sind wir, ich will nicht sagen, schon bei Facebook, aber das ist halt einfach, womit bin ich aufgewachsen, mit welcher Plattform, welche kenne ich, welche bin ich gewohnt. Und das ist ja auch das Problem, was momentan immer gesagt wird, dass halt die Generation 50 plus, dass die ja so gar nicht bei Social Media aktiv sei. Das ist auch wieder einfach diese Entwicklung, die das Ganze durchmacht. Momentan ist diese Generation noch nicht aktiv, aber jedes Jahr altern wir ja auch als Gesamtbevölkerung. Und wir machen halt eben so eine automatische Verjüngung, die eben diese Generationswechsel auch irgendwo mit, also dass sich das halt auch, ich sag mal, in spätestens 20 Jahren ergeben haben dürfte, dass eigentlich alle Leute auch irgendwo bei Social Media aktiv sind, mal mehr, mal weniger, da gibt es ja auch wieder Trends. Zum Beispiel, ich bin so um die 30 herum, meine quasi Folgegeneration, die jetzt irgendwas um die 20 ist, die sind zum Beispiel weniger stark bei Social Media aktiv, weil sie halt auch zum Beispiel durch größere Geschwister, durch die Eltern oder durch Berichterstattung an sich gemerkt haben, dass es ja auch negative Folgen haben kann. Also Stichwort Stalking, Suchtverhalten und so weiter. Und man da dann eigentlich schon fast wieder einen Gegentrend bemerkt hin zum Analogen. Das dann natürlich wieder in der Folgegeneration dazu führt, dass die gesagt haben, ach ja, hier die coolen Kids von da, die haben mir das gar nicht verwendet oder wir haben es quasi für uns wieder neu entdeckt. So ähnlich wie bei Modetrends, wo man das Gefühl hat, die kommen alle paar Jahrzehnte wieder, ist es halt auch bei solchen Tendenzen im Social-Media-Konsum. Also insofern, wenn ich jetzt was sage, ist es auch immer nur für den jetzigen Stand der Dinge geeignet. Und zumindest kann ich in Deutschland sagen, populärsten Plattformen, einfach nur mal von der Nutzerzahl, wären einmal die Google-Plattformen größtenteils, da vor allem halt YouTube. Das konkurriert an vielen Stellen in der Popularität mit WhatsApp. Also die sind so paar 40 bis paar 50 Millionen regelmäßige Nutzer. Und damit meine ich monatlich aktive Nutzer, MAUs. Also Leute, die sich mindestens einmal monatlich bei diesen Plattformen einloggen. Also Karteileichen fallen gleich hinten über. Das sind so die beiden populärsten Anwendungen. Danach kommt dann Facebook mit um die 40 Millionen Nutzer, was auch echt beachtlich ist, wenn man genau darüber nachdenkt. Also wird immer wieder der Tod von Facebook beschieden, aber die Hälfte der Bevölkerung nutzt Facebook. Dann kommt Instagram mit ein paar 20 Millionen Nutzern, so ganz grob. Und danach dann, ich will nicht sagen alles Weitere, aber dann werden die Abstände halt zu den Erstplatzierten wesentlich größer, aber zueinander halt wesentlich kleiner bei den Plattformen. Das ist halt eher so eine Gemengelage. Also die meisten sind dann irgendwo zwischen 5 bis 10 Millionen Nutzern, was die angeht. Und wie gesagt, so die Hauptplatzierten sind eigentlich Google und Facebook-Plattformen, also YouTube von Google und dann eben Facebook, Instagram und ach ja, WhatsApp, Facebook und Instagram, die ja alle zum Facebook-Konzern gehören.
Ja, sehr, sehr spannend. Das heißt, ich muss mir als Unternehmen, wenn ich eine bestimmte Zielgruppe habe, eigentlich auch immer überlegen, wo geht der Trend hin und zeitig genug auch den anderen Plattformen anzufangen, weil einfach die quasi mitwachsen. Ne? Also das finde ich ein sehr, sehr spannender Aspekt. Also wenn ich Babybekleidung mache, würde ich mal sagen, war vielleicht vor 10 Jahren Facebook toll, ne? Oder vor 15 Jahren, vor 10 Jahren besser gesagt. Und jetzt wahrscheinlich sollte ich spätestens auf Instagram aktiv sein und schon mal überlegen, wie ich dann vielleicht mich Richtung ja, Snapchat vielleicht bewege oder vielleicht sogar schon TikTok angehe, weil dort ja wiederum die Jugendlichen reinwachsen. Und ich, ein bisschen muss ich natürlich auch ja, strategisch davor gehen, in unserem Profil aufzubauen, und bis das dann wirklich genug Nutzer hat, vergeht ja auch eine gewisse Zeit. Sehr, sehr spannend. Also aus diesem Blickwinkel habe ich das gar nicht noch nicht so tief betrachtet. Ne? Also das ist natürlich richtig. Ne? Meine Zielgruppe hat immer ein bestimmtes Alter und die verändert sich natürlich auch mit den Netzwerken. Sehr, sehr spannend. Und das ist schon ein großer Unterschied, und über den großen Unterschied wollten wir heute reden. Christian, ich habe dir wirklich sehr, sehr intensiv zugehört. Ich fand ich sehr, sehr spannend. Und ich denke, jetzt draußen unsere Zuschauer und Zuhörer werden sicherlich jetzt ganz viele Ideen mitnehmen und auch mal überdenken, wie sie vielleicht eine schöne Strategie machen. Wenn jetzt ein Unternehmer dabei ist, der sagt, okay, ich brauche da Unterstützung. Klar kann er bei uns einen Kurs besuchen. Wir haben ja auch Social Media Manager und vor allen Dingen auch Social Advertising Manager für alle, die Werbung machen in sozialen Netzwerken. Und wenn jemand Beratung braucht, wo findet er dich? Also ich bin zu finden unter beispielsweise Schriftarchitekt, also schrift-architekt.de. Dort ist meine Agenturwebseite, ansonsten auch unter der Seminar oder einfach meinen Namen in der Suchmaschine des Vertrauens eingeben. Man findet mich auf jeden Fall, unter anderem ja auch bei der HSB Akademie, wo ich ja auch besagte Kurse mit betreue. Super. Und du hast vorhin noch ein Domain mit genannt, Social Media Statistik. Wie ist das? Weil das finde ich auch sehr spannend. Oh, das ist eine Plattform, die ich halt mit betreue, also quasi Deutschlands Statistikpool und Social Media Marketing Blog. Wir wurden auch schon ein paar Mal mit erwähnt von anderen Organisationen, wurden halt auch schon mit zitiert. Also zum Beispiel hatten wir auch im letzten Jahr eine Anfrage bekommen des Bildungsministeriums von Westaustralien, dass man gerne einen Beitrag von uns in Deutschprüfungen der Oberstufe einbinden möchte. Also offensichtlich sind wir auch big in Australia anscheinend. Und das ist einfach zu finden, unser Statistikblog unter eben Social Media Statistik, alles zusammengeschrieben. Super, vielen lieben Dank, Christian. Vielen Dank euch draußen fürs Zuhören und ja, schaltet nächste Woche wieder ein zum nächsten Vlog mit interessanten Themen. Und für alle, die es als Podcast hören, dann halt nächste Woche auch als Podcast wieder. Dir eine schöne Zeit, Christian. Vielen Dank. Gleichfalls. Und ja, ciao und tschüss.